Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ob im Film oder in der realen Welt, immer wieder gibt es krasse Erbstreitigkeiten, die ganze Familien entzweien. Auch die Kirche scheint sich über ihr Erbe nicht ganz klar zu sein. Paulus sagt es deutlich: Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Ja, unser Erbe ist nicht nur Zuckerschlecken und Glaubensfreude. Wir haben auch zu leiden und das merken wir in diesen Zeiten ganz deutlich. Doch dieses Erbe müssen wir angehen. Christus selbst hat es uns vorgelebt, denn vor der Auferstehung kam auch bei ihm das Leiden. Das ist das Erbe, das wir weiterzutragen haben. Im Leiden Christus zu verkünden und ihn zu erfahren, um mit ihm auch in die Freude, in die Herrlichkeit zu finden. Packen wir dieses Erbe an und durchschreiten wir an der Seite Jesu das Leid, das die Kirche in die Welt gebracht hat, unter dem aber auch die Kirche leidet, und versuchen wir mit ihm in die Herrlichkeit zu gelangen, die er uns verheißen hat. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, das Erbe, das wir angetreten haben, ist groß, das Evangelium in dieser Welt zu verkünden. Nicht immer haben wir dieses Erbe richtig umgesetzt, und deswegen bitten wir dich um die Kraft, das Erbe immer wieder neu in Angriff zu nehmen, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Welt zu verkünden, aus ihr zu leben und selbst in diese Herrlichkeit einzugehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.